Wer hat Angst vom schwarzen Gespenst? Von Britta Nonnast. Dritte Geschichte, der Flaschengeist. Ein kräftiger Rückenwind ließ die beiden Gespenster zügig dem Fluss entlang schweben. Hui, das macht Spaß! Marty liebte es, mit dem Wind zu fliegen. Es konnte gar nicht schnell genug gehen. Aber plötzlich entdeckte er etwas im Wasser. Tanzte da nicht irgendetwas auf den Wellen, etwas Schimmerndes, Längliches? »He, halt mal!« Er zog Lucy an ihrem Gespensterkleid zurück. »Lass mich los!« Lucy ließ sich ungern ausbremsen. Außerdem blies der Wind ihr Kleid wie eine Glocke auf und davon bekam sie schlechte Laune. Aber Martin ließ nicht locker. »Schau mal da!« Er zeigte auf den Fluss. »Da schwimmt eine Flasche!« »Na und? Was sagte dein Bauchgefühl? Eine Flasche im Fluss. Kann ja jeder sehen.« »Das ist bestimmt eine Flaschenpost«, sagte Marty. »Eine Botschaft für uns.« »Ach, so ein Quatsch. Warum soll die Botschaft für uns sein?«, fragte Lucy. »Wir sind nur zufällig hier. Aber wir sind die Ersten, die sie finden, und deshalb ist die Botschaft für uns.« Marty lachte. »Die schnappe ich mir jetzt. Du wirst ins Wasser fallen.« »Nicht, wenn du mir hilfst.« Er packte Lucys Hand und schwebte dicht übers Wasser. Der Wind ließ das Wasser hochspritzen. »Ih«, schrie Lucy. Nasses Kleid mit anschließender Erkältung war wirklich das Letzte, was sie jetzt brauchen konnte. Lucy hasste nämlich Gespensterschnupfen. »Halt mich mal fest«, rief Marty und griff mit der freien Hand nach der Flasche. Aber die entwischte ihm wie ein glitschiger Fisch. »Mist, knapp verfehlt. Schnell hinterher!« Lucy versuchte, sich aus Martys Klammergriff zu befreien. »Hey, ich will nicht ins Wasser fallen. Ich kann nicht schwimmen.« »In der Waschmaschine konntest du«, lachte Marty. Er sauste dicht hinter der Flasche her. »Los, zusammen schaffen wir das.« Marty ergriff die Flasche und tauchte dabei unglücklicherweise ins Wasser. Lucy riss er hinter sich her. »Ah«, schrie sie und reagierte blitzschnell. Sie schnappte sich den nächsten Ast eines Baumes, der am Ufer stand, und hielt sich dort mit einer Hand fest. »Jetzt bloß nicht loslassen, denn dann wären sie beide vom Fluss verschluckt worden.« Aber die Angst vor der Strömung machte Lucy stark. Und mit einem kräftigen Ruck zog sie Marty aus den Wellen. Triumphierend hielt er die Flasche hoch. »Wir haben's geschafft!« Dass er patschnass war, störte ihn nicht. »Für ein Gespenstermädchen hast du ganz schön viel Kraft.« Lucy prustete. »Puh!« Sie sah ihn böse an. »Um ein Haar wäre es außen vorbei gewesen mit uns.« »Ja, aber wir haben doch die Flasche rausgefischt.« Marty betrachtete die Flasche von allen Seiten. »Da ist was Weißes drin.« »Vielleicht ein Blatt?« Er zog am Korken. Der bewegte sich aber keinen Millimeter und stattdessen fing die ganze Flasche an zu zittern. »Das Ding bewegt sich. Die Flasche lebt. Ach, so ein Quatsch.« »Ja, aber die zittert. Schau doch.« Marty stellte die Flasche auf den Boden und wirklich, die wackelte und schien gleich umzufallen. »Hoppla«, Lucy fing die Flasche auf. »Das ist ja gespenstisch.« »Ja, das kannst du wohl laut sagen.« »Sieh mal, der Korken rutscht langsam aus dem Flaschenhals.« Lucy riss erstaunt die Augen auf. »Das ist ja super gespenstisch.« »Ja, mega gespenstisch«, flüsterte Marty. Wie gebannt beobachteten die beiden, wie sich der Korken von alleine aus dem Flaschenhals schob und schließlich mit leisem Plopp auf den Boden fiel. »Das kann ja nur ein Flaschengeist sein.« Marty wollte schon immer mal einen sehen. »Vielleicht ist es auch nur eine Maus«, meinte Lucy. Sie hatte ein bisschen Angst vor dem, was gleich aus der Flasche zum Vorschein kommen würde. »Hörst du das?« fragte Marty. »Das klingt ganz bestimmt nicht nach einer Maus.« Ein ängstliches, leises tönte aus der Flasche. Marty und Lucy sahen sich verdutzt an.
Die Flasche begann noch heftiger zu zittern und dann kam ein Tuchzipfel zum Vorschein. Er wurde lang und länger und langsam schlängelte sich ein weißes Tuch aus der Flasche. »Ein Geist«, rief Marty, »ein echter Flaschengeist.« »Ich bin kein Flaschengeist«, jammerte das Gespenst, als es endlich die enge Flasche verlassen hatte. Es war ganz lang und dünn und zitterte so stark, dass sich der weiße Stoff in feine Wellen legte. »Ich heiße Bibi und bin ein Gespenst wie ihr.« »Ja, und was machst du in der Flasche?« wollte Marty wissen. Heulte Bibi. »Huhu, ich habe eine solche Angst. Eine solche Angst habe ich.« »Ja, wovor denn?« fragte Marty. »Vor dem Wasser und der Flasche«, jammerte das Gespenst. »Warum bist du denn da reingehüpft?« fragte Lucy. »Ich musste mich ganz dringend verstecken.« »Ja, und warum?« Marty fand dieses dünne Gespenst saukomisch. Es zitterte immer noch, obwohl weit und breit nichts Gefährliches zu sehen war. Heulte Bibi auf. Es war wieder da. Das Schwarze. Groß und gefährlich. Das schwarze Gespenst? Fragte Marty und schaute Lucy triumphierend an. Bibi nickte und schüttelte sich heftig. Hat es dir was getan? Fragte Lucy. Es war einfach so riesig und hat mich erschreckt, stammelte Bibi. Es hat nach mir gegriffen. Es wollte mich fressen, glaube ich. Und dann bin ich vor lauter Angst in die leere Flasche geschlüpft, um mich zu verkriechen. Ja, und dann, wollte Marty wissen. Schon wieder fing Bibi an zu heulen. »Hör doch endlich auf, du musst keine Angst mehr haben.« Aber Bibi begann noch lauter zu schluchzen. Es dauerte minutenlang, bis man verstehen konnte, was sie sagte. »Das schwarze Gespenst hat die Flasche zugekorkt und die Flasche mit mir in den Fluss geworfen.« Sie kramte ein Taschentuch hervor und schneuzte sich laut. »Und es hat auch noch dabei gelacht. So eine Gemeinheit. Ich kann doch gar nicht schwimmen.« »Das geht nicht nur dir so«, bemerkte Marty und grinste dabei Lucy an. Das dünne Gespenst hielt sich die Hände vors Gesicht und schielte zwischen den Fingern hindurch aufs Wasser. »Es hätte aus sein können mit meinem Gespensterleben.« Bibi schniefte laut. »Und wie ich jetzt stinke. In der Flasche war Schnaps. Widerlich ist das.« »Oh, das geht vorbei«, sagt Lucy. »Und wenn du nach dem Lüften immer noch stinkst, ich kenne da einen Waschsalon«, sie blickte Marty an, »ein Waschgar genügt und du bist wie neu.« Bibi lächelte gequält. »Wenn du meinst.« »Keine Bange, Bibi«, sagte Marty. »Lucy und ich werden das schwarze Gespenst fangen und ihm das Gespenstergewand langziehen. Du musst keine Angst mehr haben.« Lucy sah Marty vorwurfsvoll an. »Damit du es endlich kapierst, ich will zuerst die Scheune finden.« »Und die Scheune suchst du?« Bibi schniefte und zeigte Richtung Wald. »Zur alten Burgscheune geht's da lang, durch den Wald.« Wieder hielt sie sich die Hände vors Gesicht. »Dahin ist aber auch das schwarze Gespenst abgehauen.« »Na, umso besser.« Marty schüttelte sich wie ein nasser Hund. Sein Gespensterstoff war immer noch klitschnass. Und mit nassem Stoff konnte kein Gespenst schweben. »Wasser«, schimpfte Bibi, »auch das noch.« »Verzeihung, Bibi, aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen das schwarze Gespenst finden, bevor es noch mehr anstellt.« Er zwinkerte Lucy zu. »Los, komm, du musst doch sowieso in die gleiche Richtung.« »Reiner Zufall«, sagte Lucy, aber sie war auch ein bisschen froh, dass sie den gleichen Weg hatten. Alleine mochte sie jetzt nicht durch den Wald irren. »Viel Glück«, rief ihnen Bibi hinterher, die noch immer am ganzen Leib bibberte.
Am liebsten wäre sie mit den beiden netten Gespenstern mitgegangen, aber mit einer solchen Angst im Nacken war sie auch nicht fähig zu schweben.